Als die NBA im Sommer 2017 die sogenannte Designated Player Veteran Extension einführte, besser bekannt als Supermax, war John Wall nach James Harden und Stephen Curry der dritte Spieler, der diese neue Art Vertrag unterschrieb. Der Point Guard hatte damals noch 2 Jahre Vertrag, durch die 170 Millionen Dollar Verlängerung kamen noch einmal 4 obendrauf. 2 davon sind jetzt noch übrig, in der Saison 2021-22 wird er etwa 44,3 Millionen Dollar verdienen, im darauffolgenden Jahr hat er eine Spieleroption über sogar 47,3 Millionen Dollar. Nun, John Wall war damals 26, spielte die beste Saison seiner Karriere und unterschrieb einen Vertrag, den er sich damals auch verdient hatte. Der Rest ist Geschichte, 2 schwere Verletzungen zwangen ihn über 1,5 Jahre zum Aussetzen, zuerst musste er an der linken Ferse operiert werden, dann riss er sich während der Reha die linke Achillessehne. Heute ist er 31, der am drittbesten verdiente Spieler in der neuen Saison und nicht einmal annähernd der Spieler, der er früher einmal war. Vor wenigen Tagen gab es dann News, dass er sich mit den Rockets geeinigt hat, dass man nach einem Trade zu einem anderen Team sucht. Die Situation scheint folgende zu sein, Wall soll bis zu einem Trade im Umfeld des Teams bleiben und auch am Training Camp teilnehmen, allerdings hat man sich wohl darauf verständigt, dass er kein Spiel mehr für die Rockets absolvieren wird. Die Texaner befinden sich mitten im Rebuild, entschieden sich im Draft mit Jalen Green für einen balldominanten Point Guard, Wall passt weder in die Timeline des Teams, noch ist der spielerische Fit optimal. Ich möchte mir heute mal anschauen, wie es mit Wall weitergehen könnte, welchen Teams er wohl möglich helfen könnte und wie gut er überhaupt noch ist. Gefallen euch meine Videos, lasst gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Außerdem habe ich euch mal unten ein kleines Video verlinkt, welches ich damals gemacht habe, als Wall zu den Rockets getradet wurde. Der Breakdown dreht sich darum, was den Point Guard vor den ganzen Verletzungen eigentlich so stark gemacht hat. John Wall absolvierte 40 Spiele für die Rockets in der abgelaufenen Saison, in denen er im Schnitt knapp 21 Punkte und 7 Assists auflegte, Zahlen, die auf den ersten Blick eigentlich ganz gut aussehen. Ein Blick auf die Effizienz und es wird schon düster. Ein 99er Offensivrating ist grauenhaft, 46% Effective Field Goal Ranking in der 15er Percentile, er scored unterdurchschnittlich in jedem Bereich des Parketts, die Turnover Quote rankt ihn in der 25er Percentile und das alles bei einer unglaublich hohen Usage, bei der er in der 100er Percentile angekommen ist, übrigens die höchste seiner Karriere. Man muss natürlich bedenken, dass der gute Mann nach ewig langer Verletzungspause als erste Option eines miesen Teams gespielt hat, welches dazu nicht mal unbedingt gewinnen wollte, da ist es natürlich schwer effizient zu spielen, ich möchte ja auch nicht unfair ihm gegenüber sein. Die Rahmenbedingungen waren also so schwer, wie sie es nur hätten sein können, trotzdem muss man halt auch leider sagen, der Name John Wall ist mittlerweile einfach größer als sein tatsächliches spielerisches Vermögen und der Einfluss, den er auf sein Team hat. Die Rockets waren offensiv 0,1 Points per Possession besser ohne Wall, es hat sich also quasi nichts genommen, ob er gespielt hat oder nicht. Er bleibt ein mieser Distanzwerfer, 32% von Downtown Ranking in der 18er Percentile, viel lange 2 hat er schon immer genommen, letzte Saison fehlen sie aber so schlecht wie nie, 31% bedeuten 23er Percentile. Seine große Stärke war immer der Drive zum Korb und das Finishen dort. 56% Quote direkt am Korb sind der niedrigste Wert seit seinem Rookie-Jahr, auch nur 32er Percentile. Gegenspieler respektieren ihn als Werfer überhaupt nicht und lassen ihm immer wieder ganz viel Platz, was seinem Driving-Game enorm schadet und weil er halt eben auch nicht mehr die Athletik und Schnelligkeit von früher hat, kommt er eben nicht mehr so gut in Korb näher. Das heißt, er settelt häufig für diese ineffizienten Würfe oder in einem wilde Versuche direkt am Korb. Klar klingt 20 und 7 pro Spiel gut, aber wenn du in fast jedem Angriff den Ball bekommst und quasi grünes Licht hast für was immer du gerne machen möchtest, dann kommen solche leeren Stats bei tankenden Teams eben von ganz alleine. Ich möchte jetzt hier auch nicht zu sehr haten, das Fazit ist aber denke ich, dass John Wall nicht mehr auf einem Franchise-Spieler-Level ist und ich halte es quasi für ausgeschlossen, dass er da jemals nochmal hinkommt. Mit ihm als besten oder zweitbesten Spieler gewinnst du eben nicht, das ist die traurige Wahrheit und wenn wir ehrlich sind, war das eigentlich auch schon vor seinen Verletzungen so. Nun, viele Spieler sind keine erste, zweite oder dritte Option, keiner von denen verdient in der nächsten Saison aber 43 Millionen Dollar und das ist der Teil, bei dem es tricky wird. Denn John Wall hat Basketballspiel natürlich nicht verlernt und es gibt sicherlich das ein oder andere Team, dem er in einer kleineren Rolle wirklich helfen könnte. Das große Problem dabei ist eben dieser Vertrag, der quasi untradebar ist, es sei denn die Rockets sind bereit mehrere Erstrundenpicks in einem Trade noch oben drauf zu packen und das sind sie laut Medienberichten überhaupt nicht. Wäre John Wall heute noch der Spieler, der in Washington 5-mal zum All-Star gewählt wurde, dann wäre das auch nochmal etwas anderes, aber ich sehe kaum ein Szenario, in dem man einen Trade-Partner findet. Welches Team ist schon bereit, sich für die nächsten beiden Jahre so finanziell quasi fast schon zu ruinieren für einen Spieler von Walls Qualität? Und ich sage extra 2 Jahre, denn Wall wird wohl kaum auf seine Spieleroption von 47 Millionen Dollar verzichten, also ich würde es an seiner Stelle nicht tun. Das macht einen Buyout ja auch so unwahrscheinlich und schwierig, Wall müsste auf Gehalt verzichten, Gehalt, das er in dieser Höhe von niemandem anders mehr bekommen wird und die Rockets würden ihn zwar in Anführungszeichen loswerden, aber bezahlen müssten sie ihm einen Teil seines Geldes ja trotzdem. Die Sache ist aber die, und darum soll es im folgenden Teil des Videos gleich gehen, ich denke Wall kann Contendern oder Teams, die es werden sollen, durchaus noch helfen, vielleicht als Backup Point Guard oder sogar als Starter neben anderen guten Shot Creatern. Denn bei aller Kritik, Spieler, die mit dem Ball in der Hand Würfe für sich und andere kreieren können, Spieler, die Vorteile entstehen lassen können, sind immer gefragt.
Wall ist nicht mehr der schnellste Spieler der NBA, aber er ist immer noch schnell, er hat also durchaus noch diesen höheren Gang, in den er gehen kann. Er ist weiterhin einer dieser physischen Power Guards, wie zum Beispiel eben auch ein Westbrook, der Kontakt wunderbar absorbieren kann. Und auch seine alten Moves hat er natürlich nicht verlernt, der hier war schon immer einer seiner großen Signature Moves, er läuft gemütlich hoch und ändert dann blitzschnell Tempo und Richtung. Man könnte denken, dass dieser Trick langsam alt wird, ich war überrascht, wie effektiv er immer noch funktioniert. Worauf ich hinaus möchte, es gibt immer noch Momente oder sogar ganze Spiele, in denen er wirklich an den jüngeren John Wall erinnert, die sind aber selten geworden. Er bleibt einer der besseren Ballhändler bei den Guards, vor allem in Kombination mit diesem hohen Tempo. Und er versteht es wirklich, sich mit Handles und schnellen Bewegungen genug Abstand zu kreieren. Findet er seinen Rhythmus als Midrange-Werfer, kann das Gegner in vereinzelten Spielen auch mal wirklich wehtun, denn dann sieht Wall phasenweise sogar kaum zu stoppen aus. Man kann eben nicht alles wegnehmen und der Wurf ist das, was Verteidigungen ihm anbieten, deutlich lieber als ein Drive zum Korb. Er ist also alles andere als ein konstanter und solider Werfer, aber lässt du ihm wie Porzingis hier zu viel Platz, dann zögert er auch nicht, es fliegen zu lassen. John Wall gehört immer noch zu den besseren Playmakern und Passern auf der Guard-Position, die Passing-Skills und der Basketball-IQ gehen ja auch nicht weg, wenn man sich verletzt. Er durchbricht Defenses nicht mehr so regelmäßig mit seinen Drives wie früher, schafft er es aber, dann hat er immer noch ein Auge für freie Distanzwerfer hinter der Dreierlinie. Kein Pass ist zu schwer und in den allermeisten Fällen folgen dann gut getimte und punktgenaue Kick-Out-Pässe. Hier zum Beispiel sieht er, dass Kendrick Nunn aus der Weak Side reinrotiert ist, um beim abrollenden Big Man zu helfen, das sieht und bestraft Wall natürlich sofort ohne Probleme. Gib ihm einen Rollman, der Lobs einigermaßen gut verwerten kann und dann sehen wir auch mehrere solcher Sequenzen pro Spiel, Wall ist also durchaus noch für ein paar Dinge zu gebrauchen. Der Point Guard war 2015 im All-Defensive-Team und er lässt auch an diesem Ende seine Klasse immer wieder aufblitzen, für einzelne Possessions nicht mehr konstant über ganze Spiele. Die Rockets waren starke 5 Punkte pro 100 Possessions besser defensiv, wenn Wall gespielt hat im Vergleich zu der Zeit, in der er nicht auf dem Parkett stand, wenn er will, kann er immer noch einen Impact haben. Dieser Wille kommt und geht, manchmal taucht er auch einfach für längere Zeit komplett ab und findet defensiv gar nicht mehr statt, auch mal zum Unverständnis seines Coaches, wenn er nicht das macht, was er machen soll. Ich will also nicht behaupten, dass er ein guter Defender war in der letzten Saison, denn das war er nicht, allerdings ließ er seine Klasse immer mal wieder aufblitzen. Worauf ich hinaus möchte, er ist kein schlechter Spieler, besser als die Stats womöglich suggerieren könnten und bei der Gelegenheit muss ich denke ich auch einfach mal sagen, er spielt nach seiner Verletzung so gut wie erhofft. Ich meine, was wollte man nach dieser langen Pause erwarten, dass er der Alte wird, dass er auf einmal zu einem Effizienzmonster wird, das war ja schon damals nicht. Wäre dieser Vertrag nicht oder würde es ein Buyout geben, dann würden Teams Schlange stehen, da bin ich mir sicher. Teams wie beispielsweise die Miami Heat würden ihn wahrscheinlich gerne als Backup-Point Guard für zum Beispiel Kyle Lowry haben, aber ruiniert man sich dafür finanziell für die nächsten beiden Jahre? Ich denke nicht. Oder die Clippers neben Leonard und George, wenn man dafür vielleicht Bledsoe, Kennard und andere Spieler abgibt. Die Sixers wären mit Wall wahrscheinlich auch besser, aber nie im Leben geben die Ben Simmons für ihn ab. In New Orleans wäre er sicherlich ein Upgrade gegenüber Devontae Graham, allerdings passt er nicht in deren Timeline und ich mag den Fit mit Zion überhaupt nicht. Der Trademarkt ist dünn und es würde mich ehrlich gesagt echt wundern, wenn man vor Opening Night 2021 einen Trade zustande bekommt, was schade ist, da ich Wall wirklich gerne in einer kleineren Rolle von der Bank bei einem Contender sehen würde. Blake Griffin blühte bei den Nets auf und ich halte es absolut nicht für ausgeschlossen, dass Wall in so einer Rolle einen echten Impact haben kann bei einem Team, wo er keine 35% Usage haben und 18 Würfe pro Spiel nehmen muss. Was denkt ihr zu der ganzen Situation? Wie immer gerne unten in die Kommentare. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.